Willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben hier bei Dexters Turm. Alle sind gerannt wie die Hasen, ich war ganz allein. Ja, alle sind gerannt wie die Hasen und ich renne mal davor. Es gibt nur einen Weg für dich, lebendig in unser Lager zu kommen und der führt über die Brücke. Du meinst doch bestimmt die Brücke da hinten, oder? Du brauchst wohl Schläge. Mach noch einen Schritt weiter und ich werf dich die Klippe runter. Ich könnte ihn jetzt angreifen, aber dann werden wahrscheinlich die da hinten zu Hilfe eilen. Wenn ich ihn jetzt aber aggressiv mache, indem ich noch einen Schritt vorgehe... Ganz wie du willst. ...habe ich hoffentlich nur einen Gegner. Das ist zumindest so meine Überlegung. Mal schauen, was er so kann. Er hat einen stumpfen Ast. Mit dem er ziemlich gut umgehen kann, möchte ich meinen. Nein, 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 Moment, da geht's nicht runter. Hier geht's rüber. Oder? Nein, hier geht's nicht rüber. Ach je, so viel dazu. Das hat wunderbar funktioniert. Na gut, dann greife ich ihn doch direkt mal an, oder? Dann habe ich immerhin... Ich meine, wenn die anderen sowieso dazukommen... Kann ich auch den hier machen. Na komm her. Ach, verdammt. Schon wieder zwei Gegner. Mag ich nicht. Ich will keine zwei Gegner. Was? Pirat? Hat jemand Pirat gesagt? Wir sprechen uns noch. Ja, ja, bestimmt. Wenn ich Mana hab wieder. So, jetzt können wir es wieder sprechen. Komm her. Ich mach dich. Hey, was? Moment, das ist eine andere Wache, ne? Kämpft mit einem groben Kurzschwert. Hä? Und einem Degen. Okay. Seltsam. Jetzt zwei Waffen gehabt. Ja, da ist er runtergefallen. Okay. Dann halte ich mir erstmal meinen Mana wieder hoch. Das war keine so gute Idee. Na komm, hau drauf. So. Gut, Degen da geblieben. Und schwerer Astwald wäre Gold. Ja, das ist nicht so gut. Egal, ich kann mich hochheilen. Ich brauche 120 Leben, das heißt 70 und 50. Und dann würde ich mal sagen, wenn ich jetzt schon zwei so erfolgreich ausgeschaltet habe, würde ich mal eine Runde speichern. Um sicher zu gehen, dass hier alles gut geht. So, wie sieht es da drüben aus? Wo sind die alle hin? Sind die runtergefallen oder was? Keine Ahnung, aber dem Suchenden kann ich ja wunderbar ausweichen. Hier war eine Steintafel. Da, die hätte ich gerne. So, wo seid ihr denn alle? Sag mal. Das ist ein Suchender. Da ist ein Bandit. Da ist ein Bandit weniger. Jetzt kannst du was erleben. The bed is on fire. Oder wie war das? Irgendwas mit einem brennenden Bett. Liegt mir auf der Zunge, aber ich komme nicht drauf. Irgendwas liegt mir auf der Zunge. Wo ist der Bandit hin? Ich kriege ihn nicht, oder? Jetzt komm schon, der hat bestimmt einen Apfel oder so dabei. Oh Mann. Schade. Kann ich ihn nicht ausnehmen. Nein, nicht hinsetzen. Mann. Das da sollst du nehmen. Genau. Ohne den richtigen Schlüssel. Ach nö, hat der jetzt den Schlüssel oder was? Kann ich denn das Bett übernehmen? Nee, kann ich nicht. Och, Menü. Krieg ich den irgendwie nicht irgendwie ausgewählt, den Banditen? Vielleicht von hier hinten? Ne, das wird nix. Schade. Auch mit Cheats funktioniert das nicht. Ach je, ich hoffe mal, der hatte nicht den Schlüssel, weil dann komme ich nicht an die Truhe ran. Aber was gibt's denn hier oben? Wow, einen Banditen.
Ein Banditen. Hätte auch eine Wache sein können, zugegeben. Ja, okay, so stark sind die hier ja gar nicht, ne? Also die bei dem Lager, bei Akil, die waren deutlich stärker. So, hier geht's nicht weiter, aber da geht's hoch, da brennt was. Ah, Mist, ich muss wohl doch darüber. Aber wo sind die ganzen Typen hin, die da vorhin waren? Das würde mich jetzt dann doch mal interessieren. Ich versuche mal da hochzuklettern, ich will wissen, was da oben brennt. Ah, hier. Bevor ich irgendwas verkackt habe, weil die ja drüben nicht mehr da sind. Gehen wir da hoch, dann gehen wir da hoch. Was haben wir denn hier? Feuerpfeil, Feuerbogen. Oh, das finde ich ja mal gut. Links, rechts, rechts, links. Links, rechts, rechts, zweimal links. Zweimal rechts, dreimal links. Zweimal rechts, okay. Und nochmal Feuerpfeile. Wow, da wird sich Bosspop bestimmt freuen. Ich schieße ja keinen Bogen. Wie viel Geschicklichkeit habe ich denn? 21 und der Bogen braucht... Wo ist er denn? Hä? Da oben. 25 Geschick. Oh, gar nicht mal so viel. Dafür habe ich aber halt nur 20 Schüsse damit. Was halt echt nicht die Welt ist. Von daher würde ich den, glaube ich, eher verkaufen. Es sei denn, ich finde noch ein paar. Ich behalte ihn mal und gucke mal, ob ich noch ein paar Feuerpfeile finde im Laufe des Spiels. Und dann kann ich mich immer noch entscheiden, ob ich ihn behalten möchte oder nicht. So, das hat funktioniert. Dann kann ich jetzt hier, glaube ich, gefahrlos rüber zum anderen Turm. Ich will lieber nochmal speichern hier auf denselben Slot. Ich habe nichts anderes getan, als da hochzugehen und die Dinger zu holen. Greg ist hier. Ah, hat der die Banditen umgelegt, hä? Sieht so aus. So, Dexter ist wohl erledigt, was? Sieht so aus, als sei er tot. Das wurde aber auch Zeit. Sieh mal nach, was er bei sich hat. Dexter ist tot. Okay, dann suche ich ihn mal. Oh, Apfel. Sehr gut. Also, wenn die alle Äpfel dabei haben, dann will ich die natürlich jetzt alle durchsuchen. Ja, Apfel. Sehr gut. Denn es gibt Stärke. Und ich will Stärke. Ich brauche noch eine Stärke. Dann kann ich die nächste Waffe tragen, die ich kaufen kann. Die nächste stärkere. Macht da nochmal ein bisschen mehr Schaden. Auch nix. Der hat einen Apfel. Geht doch. So, schwerer Ast. Ach, da liegt auch noch einer. Den habe ich voll nicht gesehen beim Feuer. Was mich jetzt natürlich ärgert, ist, dass ich die Erfahrung nicht gekriegt habe für die. Naja. Kann ja nichts dran ändern. Ist jetzt halt so. Hm, Lederbeutel. So, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht erstmal, dass ich mein Mana wieder auffülle. Und dann würde ich gerne die drei Äpfel essen. Ah, sehr schön. Und da habe ich schon mein komplettes Mana. Die nächste Waffe. So, ist hier drin noch einer? Nö, hier ist ein Bett. Hier ist eine Kiste. Oh Gott. Links, rechts, links, rechts. Zweimal rechts, dreimal rechts. Also links, rechts, links, dreimal rechts. Und dann links. Ah, das hat sich ja voll nicht gelohnt. Moment, aber da habe ich was übersehen. Das ist so dunkel und so klein, das habe ich nicht gesehen. So. Ist zwar nicht viel wert, aber wenn ich schon so viele Dietriche verschwende, dann will ich es auch mitnehmen. Ist mir doch egal, dann verkaufe ich es halt. So, wo liegen hier überall noch die Toten rum? In die Höhle gehe ich nachher rein. Liegt hier hinten noch irgendjemand? Nein. Auf dem Dach ist auch keiner. Dann hätten wir hier... Dexter, hey, Käse, Befehle. Ein Schlüssel, der Schlüssel könnte für die Truhe drüben sein, im anderen Ding. Im anderen Turm. Hey, du. Dexter hatte nur diesen Brief bei sich. Zeig mir das Ding mal. Ich hätte es vielleicht zuerst selber lesen sollen. Ach, verdammt, das hilft mir nicht weiter. Puh. Wir hätten den Kerl nicht einfach verrecken lassen dürfen. Du hast ihn umgelegt. Du weißt nicht zufällig, wie man über die Berge im Nordosten von Korinis kommt. Vielleicht durch einen unterirdischen Tunnel. Die Wassermagier studieren gerade ein Portal, das in die Berge im Nordosten führt. Was denn das für ein Blödsinn? Puh, Wassermagier. Hast du keinen besseren Plan? Nein. Dann bin ich hier gestrandet. Dexter war meine letzte Hoffnung. Was wolltest du von Dexter? Ich komme von jenseits der Berge im Nordosten dieser Insel. Und da will ich wieder hin.
Ich hatte gehofft, der Mistkerl wüsste, wie man da hinkommt, ohne mit dem Schiff fahren zu müssen. Was gibt es da hinter den Bergen? Ich kann dir nur raten, nicht zu versuchen, das Land dort zu betreten. Es ist eine raue Gegend. Ein Wicht wie du, der wird da nicht lange überleben. Ich habe einen Piraten namens Skip in der Nähe der Hafenstadt gesehen. Der Idiot! Ich habe 3 Tage dort gewartet. Warum kommt er denn jetzt erst? Wenn ich wieder zu Kräften gekommen bin, kann er sein blaues Wunder erleben. Wo genau hast du nochmal deine Sachen vergraben? Also, auf dem kleinen See, weiter oben auf dem Weidenplateau, habe ich auch 2 Stellen, an denen ich was vergraben habe. Die eine Stelle ist hinterm Bauernhof da oben und die zweite neben dem Eingang zum Pass bei den Wasserfällen. Es führt eine Treppe hinunter von den Feldern des Bauern dort oben zu denen des Großbauern. In dem Talkessel am Ende der Treppe ist eine weitere Stelle. Okay, da werde ich doch mal hingehen. Haben wir noch was Eine Sache noch. Du besorgst mir erstmal meine vergrabenen Sachen, dann können wir weiterreden. Ja, okay, das mache ich dann. Ich lese erstmal selber den Brief von Dexter, oder die Befehle von Dexter, um genau zu sein. Wo sind sie denn? Befehle? Nö, Befehle? Befehle? Keine Befehle? Da, Befehle. Dexter, du bist Kerl Raven. Wir müssen einen Weg über die hohen Berge im Osten finden. Die Piraten machen überfahren sich ja nicht mehr lange mit, wenn wir sie nicht dafür bezahlen. Sklavenrevolte. Naja, Raven und Dexter entführen Bürger aus der Stadt als Sklaven. Okay. Damit habe ich doch jetzt hoffentlich das Problem mit den Vermissten gelöst für Vatras. Ich will jetzt nur gerade nochmal die Sachen für Greg hier besorgen, wenn ich schon mal dabei bin. Damit ich den Handlungsstrang hier auch mal abgeschlossen habe. So, passend Corinnes brauche ich nicht. Großbauer brauche ich. Also, wo ist hier bei den Wasserfällen ein X auf dem Boden? Weil unten bei den Banditenlager habe ich ja schon... ein Drachensnapper! Nein! Nix da! Vergiss es! So stark bin ich noch nicht. Ach, verdammt. Wie werde ich den jetzt wieder los? Die Schafe fliehen vor dem Drachensnapper, wie mir scheint. Da vorne ist ein Suchender. Ach komm schon, Drachensnapper. Hör auf mit dem Scheiß. Dann soll der Suchende auf mich drauf schießen. Ist mir doch egal. Trifft mich ja eh nicht, wenn ich tangential zu ihm laufe. Nö, werde ich eh nicht. Denn ich laufe weg. So sieht's nämlich aus. Da ist noch einer. Dem muss ich auch mal ausweichen. Da hinten ist noch einer. Oh Mann! Hier ist ein Innos-Schrein. Und da ist Garn, der Jäger. Ein Lurker! Hey, mit dem komme ich doch zurecht. Wer schießt da auf mich? Keine Ahnung. Ist mir egal. Komm her, Lurker. Komm her. Ach, und da ist ein X auf dem Boden. Guck mal. Nein, Garn. Finger weg. Meiner. Meine Erfahrung. Oh, ein Suchender. Das gibt's doch nicht. Ich will doch hier nur in Ruhe graben. Und jetzt fällt der Drachensnapper Garn an, oder wie? Dann muss ich ihm wohl helfen, ne? Tja, nee, das war dann wohl nix. Dann kann ich die Quest nämlich leider auch nicht mehr beenden. Oh Mann, ist das ärgerlich. Dieser dämliche Drachensnapper. Ich mach's ganz jetzt nochmal und dann schwimme ich direkt durchs Wasser, um den gar nicht erst anzulocken. Ist ja blöd. Grrr. Das macht mir sowas, macht mich sauer. So, Pass habe ich schon ausgewählt. Dann habe ich hier eine Heilpflanze gefunden. Na, wo war sie? Hey, da. Dann gehe ich hier einfach durch. Der wird ja wohl hoffentlich auf die Entfernung mich in Ruhe lassen.
So stelle ich mir das doch vor. Genau so muss das funktionieren. Also, und jetzt hacke ich hier rum. Und was finde ich? Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Eine silberne Schale. Hm. Soll den Drachenstepper nicht aufregen. Also hier möglichst weit dran vorbeigehen. Dann hinter dem Suchenden vorbei. Und auch hinter dem vorbei, der mir entgegenläuft. Und im Hintergrund tun sie gerade im Hausflur irgendwas randalieren. Ich hoffe, man hört es nicht allzu sehr auf der Aufnahme. Nöp. Hört ihr nicht. Und dann müsste hier hinter dem Bauernhof noch irgendwo was sein, ne? Ich hoffe mal, das finde ich relativ schnell noch in dieser Folge. Oh, da war ich doch schon. Ach nee, das war das Grab da hinten. Das war kein X, das war ein Grab. Ah, hier ist das. Okay, aber das müsste jetzt endgültig das letzte X sein. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Einen goldenen Kelch. Ja, okay. Gut, dann zurück zum Großbauern. Und oh meine Güte, habe ich wenig Mana. Achso, ich habe einmal gezaubert, gell? Gegen den Lurker. 17:07 Uhr. Ich hoffe, ja, bis zum nächsten Morgen. Muss ich mich teleportieren? Ja, ich muss mich halt teleportieren. Um wieder von den Turm runterzukommen. Ich würde nämlich gerne zum Kloster kurz gehen, um den Almanachen abzuliefern. Und in der Stadt dann mit Vatras reden, ob er mir endlich so weit vertraut, dass er mir quasi ein Schreiben gibt, damit Saturas mir den Schlüssel zum Portal gibt oder das Ornamentteil. Und dann kann ich endlich in die Erweiterung. Und Raven haben wir gerade gelesen, spielt eine Rolle. Das würde auch den Titel Die Nacht des Raben erklären. Raven ist Englisch für Rabe. Raven ist ein Charakter aus dem ersten Teil noch. Den haben wir leider nicht wirklich getroffen, weil ich im neuen Lager war. Raven war, glaube ich, im alten Lager... Ja, war im alten Lager. War irgend so ein hohes Tier. Aber leider hatte ich, glaube ich, mit dem nicht wirklich viel zu tun. Ich weiß auch gar nicht, wo der war, ehrlich gesagt. Ich weiß nur, er war im ersten Teil schon da. Also aus ferner Vergangenheit habe ich die Erinnerung daran, weil ich das Spiel ja vor einer Weile schon mal gespielt habe, vor vielen Jahren. Moment, ist da nicht ein Suchender? Wo ist denn der jetzt hin? Ist der jetzt weg? Hoffentlich überrascht er mich jetzt nicht hier drüben. Aber ich habe ja den Schlüssel von Dexter gerade gekriegt, ne? Ja, das ist der für hier. Sehr gut. Für einen Silberkelch, für ein bisschen Heilung und für 30 Gold. Das gefällt mir. Finde ich gut. So, dann einmal wieder rüber. Mal eben Skip. Nee, nicht Skip. Wie ist der? Greg. Greg, seine Sachen bringen. Und dann mal weiterschauen. Jetzt sitzt du im Chefsessel. Hä, ich hab doch deine Sachen alle. Wo genau hast du noch... Als weiter... Die hab ich doch alle schon. Hab ich die nicht? Hä, wo hab ich die nicht gegraben? Wo hab ich die bitte nicht gegraben? Wo habe ich denn nicht gegraben? Unten bei den Banditen habe ich doch... Also auf der Insel habe ich auf jeden Fall schon gegraben. Ach, guck mal, eine Steintafel. Auf der Insel habe ich auf jeden Fall schon gebuddelt. Dann müsste unten, da wo das allererste Banditenlager, wo Elridge der Tischler war, hat er doch gemeint, oder? Verdammt. Wie, ich habe es überlebt. Oh, ich habe es überlebt. Wie gut. Voll die gute Abkürzung. Naja, okay, eigentlich nicht. Aber hey, es hat geklappt. Ah, je. Ich dachte, ich hätte da schon gegraben. Ich habe da auf jeden Fall schon mal ein X gefunden. Oder nicht? Das ist das Blöde, wenn man so ein Spiel vor vielen Jahren schon mal gespielt hat und sich an Bruchstücke noch erinnern kann. Tschüss, Suchender. Ich brauch dich nicht. Das müsste doch hier sein. Habe ich da nicht gegraben? Ich dachte, hier war das.
Okay. Zwaldbären, na, dann war ich hier vielleicht doch nicht. Ach, da hinten. Genau. Aber ich dachte, da war ich schon. Habe ich hier nicht gebuddelt? Komisch. Ich dachte, ich hätte. Naja, gut. Mach ich das noch eben schnell. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ah, ein Amulett. Aber was für eins? Eichenhaut, Geisteskraft, Lebenskraft, keine Ahnung. Oder Kraft? Nochmal Kraft, dann habe ich zwei Kraftamulette. Habe ich denn hier schon die Truhen geknackt? Hier wächst auf jeden Fall noch Zeug. Habe ich die schon geknackt? Ich weiß es nicht. Nö, habe ich nicht. Guck mal. Links, rechts, links, rechts. Links, rechts, links. Zweimal rechts und dann links. Okay. Ja, siehst du mal. Ich war ja noch gar nicht wieder zum zweiten Mal. Okay. Links, rechts, links, links, rechts, rechts. Also, Moment, zweimal links. Dreimal rechts. Einmal links. Okay, und ein bisschen Gold. Gut, dann würde ich mal sagen, die Folge ist hier zu Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich laufe jetzt nochmal zu Greg hoch. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal, wenn ich Greg die Sachen abliefere und danach zu Vatras gehe. Und, was war denn noch alles? Ich glaube, ansonsten war das alles, ne? Mir fällt gerade nicht ein, was ich noch tun müsste. Ich schau nochmal. Werde ich nächstes Mal bestimmt wieder wissen. Also dann, auf Wiedersehen. Bis dahin.